In der Offenbarung wird Johannes durch eine Vision Zeuge einer himmlischen Versammlung. In dieser Versammlung wurde ein Buch mit 7 Siegeln präsentiert. Und dieses Buch war von innen und von außen beschrieben. Das Buch wurde durch die 7 Siegel verschlossen gehalten. Die Vision, welche Johannes bekam, offenbart im Allgemeinen Dinge aus der Zukunft, und diese 7 Siegel stellen eine thematische Reihenfolge in der Menschengeschichte dar. Wir wollen 2 hauptsächliche Dinge verstehen. Zum einen, was genau ist dieses Buch und was stellt es dar? Und zu den 7 Siegeln, zu welcher Zeit in der kommenden Zukunft werden diese Siegel geöffnet? Und die Antwort hierzu ist, die 7 Siegel wurden bereits alle schon geöffnet. Die ersten 4 der 7 Siegel bringen das, was im Volksmund als die 4 Reiter der Apokalypse bekannt ist, hervor. Um dies alles zusammenzubringen, wollen wir uns das Buch an sich mal anschauen. Was stellt dieses Buch dar? Wir lesen dazu den Text aus Offenbarung. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Throne saß, ein Buch beschrieben, inwendig und auswendig, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand würdig erfunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Keiner also auf Erden oder im Himmel wurde würdig gefunden, das Buch auch nur anzurühren, bis auf einen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das 7 Hörner hatte und 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Throne saß. Somit verstehen wir, dass Gott der Vater und Schöpfer das Buch seinen Sohn Jesus gab. Dieses Buch mit den 7 Siegeln bestätigt dem Empfänger die rechtmäßige Herrschaft über die Weltreiche. Und dieses Recht zur Herrschaft hat sich Jesus Christus erworben. Den Hinweis dazu lesen wir nochmal genauer zusammen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamme Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das 7 Hörner hatte und 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Das Buch stellt also ein rechtkräftiges Dokument dar. Das Buch ist ein Testament, ein Erbschaftsdokument, welches von Gott dem Vater an den göttlichen Sohn geht. Diese himmlische Versammlung ist also die Einweihungszeremonie des rechtmäßigen Königs. Das sehen wir in dem, was jetzt folgt. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamme. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation und hast sie zu unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten
Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Und jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meere ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Throne sitzt und dem Lamme, die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Dies könnten wir bis hierhin also etablieren. Das Überreichen des Buches findet in einer offiziellen Zeremonie statt. Und die Einweihung des Königs ist das Thema dieser Zeremonie. Die Siegel des Buches beschreiben nun die zeitliche Abfolge vom Zeitpunkt der Versammlung an bis zu dem Zeitpunkt, wo die Weltherrschaft an Jeschua gehen wird. Die Siegel werden uns aber nicht nur die zeitliche, sondern auch die thematische Abfolge erklären. Und das, was noch passieren muss, bevor Jesus tatsächlich auf seinen Thron sitzt. Als Hinweis merken wir, was am Ende das Buch der Offenbarung geschrieben steht. In Kapitel 19, am Ende des Buches, lesen wir: Und aus seinem Munde geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Hiermit ist Jesus Christus gemeint, auf das er damit die Nationen schlage. Und er wird sie weiden mit eiserner Rute, und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewande und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. Dieses kraftvolle Eintreten des Königs passiert erst am Ende der Zeit. Dies kann also erst beim siebten Siegel passieren. Merken wir uns diesen Punkt, denn dieser wird später wichtig sein. Wir betrachten jetzt das Öffnen der sieben Siegel. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen: Komm! Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und eine Krone wurde ihm gegeben, und er zog aus, siegend, und auf das er siegte. Dies ist der erste aus den vier Reitern der Apokalypse. Apokalypse bedeutet einfach nur Offenbarung, das Buch der Bibel, welches wir gerade betrachten. Für die Identität des ersten Reiters brauchen wir nicht lange forschen. Der Reiter auf dem Pferd ist Jesus Christus, der die Weltmacht und die Regentschaft des Satans bereits gebrochen hat und nun ausziehen wird, um zu siegen und um die Weltherrschaft an sich zu nehmen. In Kapitel 19 werden wir später wieder auch noch davon lesen, dass Jeschua auf einen weißen Pferd kommen wird. Jetzt wird aber nur der Prozess bis dahin gezeigt. Der Reiter hat zwar einen Bogen, aber keine Pfeile. Dies ist interessant. Und jetzt beobachten wir die nächsten drei Siegel. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen: Komm! Und es zog aus ein anderes, feuerrotes Pferd, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und dass sie einander schlachteten. Und ein großes Schwert wurde ihm gegeben. Dies ist der zweite Reiter. Dieser steht für Krieg. Und da es das dritte Siegel auftat, hörte ich das dritte Tier sagen: Komm! Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme unter den vier Tieren sagen: Ein Maß Weizen um ein Groschen und drei Maß Gerste um einen Groschen. Und dem Öl und Wein tu kein Leid, der dritte Reiter steht für Hungersnot. Und jetzt weiter. Und
Als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, sein Name war Tod, und der Hades folgte ihm. Und ihm wurde Gewalt gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwerte und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Die Wörter Tod und Seuche sind im Urtext aneinander angelehnt. Dieses Wort steht für Seuche. Es ist also der vierte Reiter der Apokalypse. Diese drei Pferde sind nun die Pfeile, welches der erste Reiter schießt. Aus diesem Grund sehen wir, dass beim ersten Reiter nur der Bogen erwähnt wird. Die Reihenfolge der Reiter, welche Krieg, Hungersnot und Seuche darstellen, ist ebenso nicht zufällig gewählt. Seit jeher sind dies die Waffen, die Gott zur Strafe nutzt. Betrachten wir mal diese Verse. Jeremia 14, Vers 12. Wenn sie fasten, werde ich nicht auf ihr Flehen hören. Und wenn sie Brandopfer und Speisopfer opfern, werde ich kein Wohlgefallen an ihnen haben, sondern ich werde sie durch das Schwert und durch den Hunger und durch die Pest vernichten. Ich will alles Unglück über sie häufen, ich will meine Pfeile in sie schießen. Vor Hunger sollen sie verschmachten und verzehrt werden, vom Fieber und vom jähen Tod. Ich will der Tiere Zähne unter sie schicken und der Schlangengift. Und ich werde das Schwert, den Hunger und die Pest unter sie senden, bis sie aufgerieben sind aus dem Lande, das ich ihnen und ihren Vätern gegeben habe. Jetzt sollen wir uns es noch in Erinnerung rufen, was passierte vor dem Buch mit den sieben Siegeln in den Kapiteln zuvor in der Offenbarung. Wir haben bereits in einem Video zuvor über die sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden gesprochen. Die sieben Gemeinden stellen im Prinzip alle Gläubigen auf Erden dar. Siehe dir dazu das Video hier nochmal gerne an. Jesus, Yeshua, möchte, dass seine Braut sich reinigt und sich auf ihn vorbereitet. Das tut sie aber nicht ganz, wie sie es soll. Gleichzeitig lebt die Gemeinde aber auch in einer bösen, verdorbenen Welt. Die Geschosse, die der Herr nun verschießt, straft diese verkehrte, sinnliche Welt und läutert dabei gleichzeitig auch die Braut, also die Gemeinde. Dazu kommt auch, dass die böse Welt, die noch unter der Macht Satans steht, der Gemeinde feindselig gegenübersteht. Die vom Satan eingesetzten Machthaber verfolgen während der ganzen Ereignisse die Gläubigen an Jesus Christus und töten diese oft auch. Dies hat der Herr Jesus aber schon berücksichtigt und er tröstet seine Nachfolger. Schauen wir uns nun den fünften Siegel an. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, welche geschlachtet worden waren um das Wort des Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. In den turbulenten Zeiten, die bereits schon waren und die noch weiter kommen werden, sollen die Gläubigen bis ans Ende standhaft bleiben und bis zum Schluss ausharren. Der Herr kommt rasch und hält alle Zügel in der Hand. Das sechste Siegel wird geöffnet. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde schwarz, wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem starken Winde, seine unreifen Feigen abwirft. Und der Himmel entwich wie ein Buch, das aufgerollt wird, und jeder Berg und jede Insel wurden aus ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Starken und jeder Knecht und Freie verbargen sich in den Höhlen und die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt und vor dem Zorne
des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zorns. Und wer vermag zu bestehen? Jetzt sehen wir, dass die Elemente geschlagen wurden. Sonne, Sterne, Mond. Er ist erinnert an die Plagen aus Ägypten, wo Mensch, Vieh und die Natur geschlagen wurde. Die Szenarien haben sich bis zum sechsten Siegel nun kräftig aufgebaut. Und nun, voller Spannung, werden wir die Ankunft des Königs beim siebten Siegel erwarten. Aber was passiert jetzt? Plötzlich gibt es einen Einschub, wo die Versiegelung der 144.000 beschrieben wird. Dieses Thema suchen wir zu einem späteren Zeitpunkt noch näher zu beleuchten. Für jetzt springen wir etwas nach vorne und wollen herausfinden, was beim siebten Siegel passiert. Und als es das siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in den Himmel bei einer halben Stunde. Warum diese längere, ernste Pause beim Öffnen des letzten Siegels? Nun, die Spannung hat sich bis hierhin aufgebaut und wir hätten jetzt erwartet, dass die Regentschaft Jeschua mit dem Öffnen des siebten Siegels direkt beginnen wird. Dem ist aber nicht so. Die Strafen und Plagen werden fortan sogar noch deutlicher zunehmen und noch heftiger werden. Und diese Periode bis zum Machtantritt Jesus Christus wird weiterhin ausgedehnt. Und ich sah die sieben Engel, welche vor Gott stehen, und es wurde ihnen sieben Posaunen gegeben. Und jetzt kommen die sieben Posaunen, die weiterhin Details liefern zu dem, was in der Welt noch geschehen muss. Die Endzeitrede Jesus Christus auf dem Ölberg liefert fast eins zu eins die Erklärung zu den sieben Siegeln aus der Offenbarung. Und dies kommt aus dem Mund von Jeschua. Wir lesen mal zusammen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegesgerüchten hören. Seht zu, erstrecket nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation wider Nationen erheben und Königreich wider Königreich. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben an verschiedenen Orten. Alles dieses aber ist der Anfang der Wehen. Dies bringt uns nun zu der Frage, wann ist der Zeitpunkt in der Menschengeschichte gewesen, wo Gott der Vater dem Sohn, Jeschua, der Christus, das Testament, also das Buch mit den sieben Siegeln, übergab? Sprich, wann fand diese himmlische Versammlung statt? Hierfür haben wir Hinweise. Als Jesus das Buch nahm, wurde gesagt, und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Also, das Lamm, welches wie geschlachtet dastand, ist Jesus Christus, der ans Kreuz ging. Durch die Kreuzigung errang Jeschua den Sieg und gewann für sich den Anspruch, die Weltherrschaft an sich zu nehmen. Durch seine Kreuzigung siegte er über den jetzigen Herrscher der Welt, den Satan, der die Menschen durch Sünde in seiner Kraft gefangen hielt. Demnach könnte man für den ersten Anhaltspunkt sagen, dass die Krönungs- und Einweihungsfeierlichkeiten im Himmel erst nach der Kreuzigung hätten stattfinden können. Wir lesen mal zusammen ein interessanter Part aus Epheser, in welcher er gewirkt hat, in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern. Über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen, und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben. Für uns, die wir heute die Offenbarung lesen und uns im Zeitalter von Jesus Christus befinden, wird es vorrangig interessant sein, zu wann der wiederauferstandene Messias die Regentschaft antreten wird. Und aus dieser Perspektive zeigt uns die Schrift dann, dass der Ratschluss zur Herrschaft im Himmel nach der Kreuzigung stattfand. Wir haben
noch einen weiteren Hinweis zu dem Lamm, welcher auch interessant ist. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Ein jeder, dessen Name nicht geschrieben ist, in dem Buche des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Dieser Vers sagt uns somit, dass es von Anbeginn der Zeit her schon im Ratschluss Gottes war, dass seine Erlösung durch Jesus Christus an die Menschheit kommen wird und dass der Sohn alles erben sollte und somit sein Volk erretten wird. Beide Aspekte zur Betrachtung des Zeitpunktes harmonieren somit gut miteinander. Der Ratschluss Gottes stand seit Anfang an fest. Die königliche Einweihungsfeier vor dem Thron fand nach der Kreuzigung und Wiederauferstehung statt. Dies ist wichtig zu verstehen, gerade auch, wenn wir uns das Wirken der drei Reiter aus der Apokalypse näher anschauen. Denn wir sagten ja bereits, dass die sieben Siegel schon geöffnet wurden. Als Beispiel, und als es das zweite Siegel öffnete, darin sehen wir, dass es schon passierte, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm. Die Siegel sind vom Lamm also schon eindeutig geöffnet worden. Krieg, Hungersnot und Seuche gibt es aber schon seit Anbeginn der Zeit. Von diesen werden schon am Anfang der Bibel ausführlich berichtet und sind an sich keine neuen Phänomene. Diese stehen auch schon immer mit Gottes Prüfung und Formung seiner Auserwählten in Verbindung. Jesus setzt demnach bereits bekannte Maßnahmen als Mittel zum Zweck seiner kommenden Regentschaft ein. Halten wir uns dabei auch vor Augen, dass ein weiteres Ziel im Ganzen auch die Erlösung und Läuterung seines Volkes sei. Daher sehen wir, dass die Gemeinde in den Ereignissen immer wieder vorkommt symbolisch, wie zum Beispiel beim fünften Siegel, die Märtyrer unter dem Altar oder das Sonnenweib in Kapitel 12, welches vom Drachen verfolgt wird. Die Pause aber beim Öffnen des siebten Siegels macht uns darauf aufmerksam, dass das Ende noch nicht da ist. Denn diese drei Waffen, Krieg, Hungersnot und Seuche, werden sich im Laufe der Zeit wiederholen und intensivieren. Dies sich zu veranschaulichen, ist nicht sonderlich schwer. Schauen wir uns mal diese Tabelle an. Der erste Reiter, das rote Pferd, steht für Krieg. Diese Strafe hört aber nicht auf, sondern wirkt die ganze Zeit über weiter und hält an, während dann die zweite Strafe schon folgt, sprich unter Auswirkung der noch ersten Strafe. Dann folgt die dritte und diese ist dann besonders schlimm, denn die zwei Strafen haben sich noch nicht gelindert und sind noch zu Gange. Und dies erklärt auch, weswegen der vierte Reiter der Apokalypse alle drei Reiter als vereint darstellt. Schauen wir uns den Vers mal an. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, sein Name war Tod, und der Hades folgte ihm. Und ihm wurde Gewalt gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwerte und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Der vierte Reiter bezeichnet die Seuche, aber gleichzeitig auch Krieg und Hungersnot. Denn wenn dieser kommt, wirken die drei Strafen nun geballt. Dieser schreckliche Zyklus ist der, der sich wiederholen wird und sich gipfeln wird, bis die Menschheit sich als fast vernichtet sieht. Zum Höhepunkt dieser Zerstörung vor dem Ende kommt dann Jesus Christus wieder. Daher sind die Siegel bereits längst schon geöffnet. Wir warten nur auf den Höhepunkt. Da dies nun alles geklärt wurde, können wir jetzt besser verstehen, worum es geht bei dem Buch mit den sieben Siegeln. Denn die sieben Siegel zeigen einfach den Prozess und den Ablauf von der Versammlung an, vom Öffnen des ersten Siegel bis zum letzten. Aber beim Öffnen vom siebten Siegel, da wo wir jetzt erwartet hätten, jetzt nach diesen Ereignissen kommt Jesus Christus wieder, da sehen wir, diese weiten sich nochmal aus in die sieben Posaunen. Und das bedeutet, dass diese ganzen Dinge, die beschrieben worden sind zuvor, Krieg und Hungersnot und Seuchen und dass die Elemente geschlagen wurden,
Die werden nochmal näher erklärt, wie diese sich gipfeln, wie diese zunehmen. Und später lesen wir auch nochmal von den 7 Zornschalen. Im nächsten Video, so der Schöpfer erschenkt, reden wir mal über diese 7 Posaunen. Und dann kommen wir auch schon zu den 7 Zornschalen. Und dann in diesem Bereich werden wir dann in Kapitel 19 sehen, dass Yeshua wiederkommt. Also ist eine thematische Abfolge. Und die Bedeutung des Ganzen ist, dass der Vater klärt in einer mächtigen, offiziellen Ratssitzung die Frage, wer nun ist würdig, das Buch zu öffnen, hinsichtlich dessen, wer ist würdig, wirklich die Herrschaft über die Weltreiche anzutreten. Und das hat sich Yeshua erworben durch seinen Sieg am Kreuz. Und dadurch hat er die rechtmäßige Macht bekommen, dieses Buch zu nehmen, die Siegeln zu öffnen, und er wird dann auf den Thron eines Tages steigen. Ist er noch nicht, noch ist die Welt unter der Regentschaft Satans, aber dieses Thema sehen wir auch schon sehr gut im Ersten Testament, dass ein noch herrschender König, der ist schon von Gott verworfen worden, aber es braucht noch eine Zeit, bis der wahre König kommt. Das sehen wir zum Beispiel bei Saulus und bei König David. Also diese Thematiken, die wiederholen sich, und das sehen wir jetzt hier gegipfelt in Jesus Christus, um den es wirklich ging. Ich hoffe, dass dieses Thema sehr verständlich war, ganz simpel. Manchmal werden Einschübe gebracht und wir klären nochmal, was die Versiegelung der 144.000 bedeuten mittendrin. Aber diese 7 Siegel, diese 7 Posaunen, diese 7 Zornsteine sind die Zeitmarker. Wir werden nicht die Orientierung verlieren, auch wenn da Einschübe sind. Wir sehen immer noch, wo wir sind und worum es geht. Und im Prinzip, zusammengefasst, beschreibt das Buch der Offenbarung Folgendes. Die Gemeinde soll sich reinigen, sie wird gereinigt. Jesus Christus wird die Weltherrschaft antreten, er ist König der Könige, dieses wird passieren und dann kommt er wieder. Das wäre in ein, zwei Sätze zusammengefasst, worum es geht im Buch der Offenbarung. Hoffe, dass dieser Vortrag für dich verständlich war, dass du vieles mitnehmen konntest. Bis zum nächsten Mal. Friede sei mit dir.